Heute geht's um Eiscreme und andere Desserts. Aber es gibt eine Neuigkeit. Und zwar... Ich habe mir meinen Fuß verletzt. Okay, Leute. Ich kann gerade nicht so viel laufen, weil ich habe mir meinen Fuß verletzt. Und dementsprechend muss ich heute beim Aufnehmen etwas niedriger sitzen. Und ich hoffe, ihr könnt mir das irgendwie verzeihen. Aber wir spielen trotzdem weiter. Die App-Games müssen gespielt werden, Leute. Weil diese Frau hier nämlich sagt, mache dein Lieblingsdessert. Und da sind wir natürlich dabei und nehmen uns hier erstmal ein paar Gummibärchen mit rein und sagen dann hier, dass wir unsere erste richtige Eiscreme, glaube ich, machen werden, oder? So, ziehen wir mal hier kurz diese Folie ab. Und damit kommen jetzt hier ganz viele Wackelpuddings runtergefallen und wir können uns hier für einen Sirup entscheiden. Cool. Okay, wenn wir hier so roten Wackelpudding haben, lass uns auf jeden Fall grünen Sirup nehmen. Da haben wir hier einen riesengroßen Kontrast. Oh mein Gott, das sieht so aus, als ob das schimmelig geworden ist. Crazy. Okay, und jetzt was? Müssen wir das ganze Zeug tatsächlich zerschlagen? Oh wow, okay. Das sieht auf jeden Fall crazy aus. Und damit machen wir jetzt gerade ein neues Dessert. Wow, da wird jetzt alles gerade zusammengeschoben. Und jetzt müssen wir das Ganze hier verteilen. Wow, was? Wie satisfying ist das denn? So, hier die letzte Ecke. Okay, jetzt wird das gedeep-freezed, also so tiefgefroren. Und jetzt können wir uns tatsächlich entscheiden, was wir hier cutten möchten. Wir entscheiden uns hier für diese Vierecke, legen das dann runter. Und, oh, okay, haben wir jetzt ganz viele verschiedene Plätzchen? Oder wie wird das jetzt hier gemacht? Wir schieben jetzt hier mit diesen Dingern da durch. Jawohl, was? Und bekommen jetzt hier das perfekte Dessert. Na, wie gefällt dir das? Oh, wir haben irgendwie so Kekschips, glaube ich, gemacht. Okay, nicht übel. 3 Sterne haben wir bekommen. Und wir bekommen hier 133 Münzen dafür. Wow, und wir haben jetzt tatsächlich sogar ein Eis jetzt freigeschaltet. Ich habe gedacht, dass wir am Anfang jetzt eigentlich ein Eis machen werden. So, okay. Nächste Bestellung, bitte. Was? Mache mir Kacke? Was? Ich dachte, wir machen hier Desserts. Spielen. Okay, dann probieren wir das mal aus. Wir müssen jetzt... Oh mein Gott. Wir müssen jetzt einfach... Was ist das denn? Was? Ich dachte, wir werden hier so süße Sachen machen. Oh nein. Okay, wir nehmen mal... Oh Gott, mit was soll ich das denn jetzt verfeinern? Oh nö. Okay, also wir machen mal einfach hier diese Kackehaufen jetzt mit, weiß ich nicht, mit Milch, glaube ich mal. Also Milch könnte vielleicht ganz gut sein. Okay, so. Einmal hier drauf, schön. Okay, wow. Jetzt wird das alles hier ein bisschen zerschlagen. Okay. Oh, guck mal. Jetzt sieht es nicht mehr so schlimm aus. Huh? So, das ist jetzt, oh mein Gott. Oh nein. Wie sieht das denn aus? Okay, oh Gott, das stinkt auch so. Okay, jetzt müssen wir das Ganze hier so verteilen. Was ist das? Das ist einfach so ein Bonus-Level von diesem Spiel. Oh nein. Jetzt wird es tiefgefroren und es stinkt immer noch. Oh nein. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal nochmal unsere kleinen Kekse runter. Also, jawohl. Oh, aua. Das sieht gar nicht gut aus. Und jetzt halten wir hier. Zack. Und zack. Und zack. Oh, wow. Okay, na dann mal viel Spaß. Oh, was? Jetzt können wir da sogar noch ein Topping drauflegen. Okay. Was wollen wir denn drauflegen auf diese Chips? Oh Gott, wie können wir das denn machen? Sollen wir was Süßes drauflegen? Oder sollen wir vielleicht Nägel drauflegen? Oder Kakerlaken? Oh, okay, Drag to Move, okay. So, wir machen jetzt gerade Kakerlaken drauf. Oh, nö. Oh, guck mal, wie viele. Schaut mal, wie viele Kakerlaken wir da drauf machen. Oh mein Gott. Das schenkt er jetzt seiner Ex-Freundin? Oh nein. Oh nein, wir sind solche Monster. Wir sind solche Monster. Warum haben wir das getan? Oh nein, jetzt haben wir Kacke sogar freigeschaltet. Oh nein, dieses Spiel ist so dumm. Ich dachte, wir machen Desserts. Und dieses Spiel hat so diese komischen Bonus-Levels. Die muss man halt spielen. Oh Mann. Und jetzt können wir tatsächlich mal schauen, was er will. Er sagt... Bitte sorge dafür, dass ich was ganz Leckeres bekomme. Okay, so, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ran und machen jetzt mal eine richtige Eiscreme, okay? So, ich zeige euch mal, was meine Lieblings-Eiscreme ist. Und zwar, ich würde immer Mango mit reingeben, dann zusammen mit einer Orange. Und was ich vielleicht auch cool finden würde, ist, wenn da so ein bisschen Brombeere mit drin ist, ne? Ich finde, das könnte gut sein. Und dann müssen wir jetzt hier wieder für einen Sirup uns entscheiden, ne? Oh, und hier gibt es sogar so Orangensirup. Warte mal, ich nehme da so ein bisschen Orangensirup mit rein. So, für unten. So.
dann nehme ich mir hier so einen rosanen Sirup nochmal mit rein. Und dann für unten, ne, für die Base, würde ich jetzt nochmal vielleicht so einen grünen, nee, einen blauen Sirup nochmal nehmen. Oh, nice. Jetzt wird der ebenfalls gedeepfreezed, sodass der kalt wird. Und jetzt haben wir hier ein wunderbares Eis. Boah, ich finde, das sieht schon cool aus mit der Blaubeere. Unten blau und da dann rosa und da orange. Sehr cool. Und hier würde ich dann als Topping drauflegen, so ein paar bunte Marshmallows, glaube ich sogar. So, damit es hier richtig lecker aussieht. So, ordentlich. So, ein paar mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich möchte so viele Marshmallows, bis es nicht mehr geht. Ja, genau. Perfekt. Kann ich aber auch noch... Ach, ich kann noch Kirschen mit dazulegen. Ja, das ist aber schön. Okay, dann machen wir hier Kirschen mit Marshmallows. Einfach gemischt. Jawohl. So, bitteschön. Oh, wow, der hat wirklich sehr viel, der wird sehr viel Zucker essen jetzt in den nächsten paar Tagen. Er muss da wirklich ein großer Marshmallow-Fan sein. Okay, das sieht wirklich nach einem coolen Eis aus. Wir können hier nochmal die ganze Kohle mitnehmen und haben jetzt hier die Wassermelone freigeschaltet. Schön. So, oh, was? Ein VIP-Kunde? Na, dann mal los. Okay, VIP-Eiscreme. Oh, Ice Cream Rolls. Oh, Leute, da müssen wir auf jeden Fall zuschlagen. Okay, so, er will... Gerade eben habe ich das gesehen, er wollte ja eigentlich einen Hotdog haben. Deswegen würde ich ihm jetzt einfach mal einen Hotdog zubereiten. Ich glaube mal schon. Gehen wir mal rein. Wir haben hier jetzt Drag Left. Okay, machen hier den Karton auf. Da ist jetzt tatsächlich ein Hotdog mit Senf und ein paar Gürkchen drin. Wir müssen uns jetzt hier wieder für einen Sirup entscheiden. Ich würde ihm mal ein bisschen Blaubeersirup über den Hotdog machen. Eieieiei. Oh, wow, wow. Okay, das sieht ganz schön komisch aus. Okay, jetzt zerhacken wir das gute Ding hier. Ei, ei, ei. Oh, der ist ganz schön blau geworden, der Hotdog. So, jetzt wird das hier alles ein bisschen zusammengescraped. Und, oh, was? Das sieht ja richtig nice aus. Das ist so jetzt wie so eine Galaxy-farbende Mischung. Jetzt wird das hier alles wieder eingefroren. Und jetzt müssen wir hier, oh, was? Wir können hier sogar VIP-Sachen auswählen. Vielleicht machen wir hier sogar so kleine Blumen diesmal, so kleine Blumenkekse. Machen das hier runter und bekommen dann hier überall so kleine Blumen. So, jetzt schaben wir das hier alles in diesen Topf rein. Und damit hat der VIP seine Lieblingsspeise. Oh, und was da jetzt richtig gut dazu passen würde. Was würde dazu gut passen? Oh, komm, wir machen da so... Oh, aber Kirschen wäre schon nicht schlecht. Oh, Erdbeeren. Oh mein Gott, Erdbeeren wären so nice. Okay, machen da jetzt auf jeden Fall ein paar Erdbeerchen drauf. Easy going. Und ganz oben drauf machen wir jetzt nochmal ein paar Sprinkles. Einfach so ein paar von diesen nice Streuseln. Und damit wird er auf jeden Fall zufrieden sein. Ha? Nice! 3 Sterne für das Hotdog-Süßigkeiten-Eiscreme mit Blaubeersirup? Naja, okay. Wem es gefällt, dann ist es halt in Ordnung. Okay, damit haben wir jetzt auch den Hotdog freigeschaltet. So, da ist wieder dieser Typ, der komische Sachen bestellt. Und diesmal will er etwas... Was? Jetzt will er irgendwas töten. Er will irgendwas Tödliches haben, damit er das seinem Boss geben kann. Oh, oh, okay, gucken wir mal, was wir da jetzt irgendwie machen können. Er will, dass ich irgendwas für ihn zubereite, dass wenn man das isst, dass man stirbt. Oh Gott, was ist das für ein komischer Kunde? Aber Kunde ist König. Ding, deswegen machen wir das. Okay, schauen wir mal. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache es ihm recht lecker. So, damit, falls man irgendwas vergiftet, also es ist dann zwar giftig, was wir jetzt hier machen, ne? Oh ja, da ist diese Soße, die wir da benutzen müssen. Okay, use this one. Okay, dann werden wir jetzt diese tödliche Soße hier benutzen. Oh mein Gott, was? Wenn man diese tödliche Soße benutzt, dann hat man hier so Geister, die aus diesem Eis rauskommen. Oh nein. Oh, der arme Chef, der das hier essen wird. Oh nein, ich fühle mich jetzt schon schuldig. Okay. Wir nehmen mal dieses Eis. Okay, komm, wir machen ihm das irgendwie... Sollen wir ihm das irgendwie vielleicht noch gut machen, sodass man es irgendwie retten kann? Ich würde vielleicht jetzt noch ein paar... Ach komm, wenn wir es schon gefährlich machen, dann machen wir es richtig gefährlich. Komm, jetzt kommen da noch Nägel drauf, okay? So, jetzt kommen da einfach nochmal so ein paar Nägel drauf. So, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Eis. Oh nein! Okay, warte mal, wir müssen es auf jeden Fall noch auf der anderen Seite nochmal machen, sodass da noch mehr Nägel sitzt, damit es in der Vorschau nochmal cooler aussieht. So, seitlich noch ein paar mehr Nägel. Oh, wow. Das ist echt ein sehr, sehr leckeres Eis. Okay. So, Abgabe. Oh, Mann. Hier, bitteschön. Oh, nein. Oh, nein. Oh, wow. Oh, nein. Oh, Gott. Okay. Das war wirklich kein leckeres Eis. Das war wirklich sehr, sehr schlimm, dieses Eis. Dementsprechend...
ist es auch irgendwie sehr gefährlich gewesen. Aber okay, wir gehen mal weiter und können hier wieder ein Dessert für diese Dame hier machen. Oh, diesmal können wir sogar eine Eiskugel richtig auswählen. Okay, wählen wir mal eine coole Eiskugel aus. Ich würde mal diese gelbe hier wählen. So. Oh, und jetzt müssen wir sogar diese Eiskugel hier wirklich rausschaben. So, einmal, zweimal, dreimal. Also dreimal Vanille, Vanille-Flamingo nenne ich sie jetzt einfach mal. Und dann kommt da mit drauf, oh, so ein bisschen Erdbeere kommt da so mit drauf, würde ich mal sagen. So, damit ist so gelb, oh, gelb und rot, das sieht so nice aus. Das machen wir auf jeden Fall. Und jetzt können wir das Ganze hier nochmal ein bisschen verprügeln wieder, so, damit sie wieder die Farbe annimmt. Dann ist es im ganzen Sirup drin. Oh, was? Das sieht jetzt einfach aus wie so ein Galaxy-Erdbeerschleim. Wupp. Jetzt nochmal hier so schön verteilen. Oh, das würde ich selber gerne auch essen. Nehmen wir hier mal wieder ganz normale Viereckchen, so, die wir daraus machen. Und jetzt müssen wir uns noch entscheiden, nachdem wir die Sit da drauf gemacht haben, welche Sprinkles oder welche Toppings wir drauf machen wollen. Und ich glaube, hierfür wäre es bestimmt nice, wenn wir diesmal die Brezeln hier freischalten. Ah nee, wir können die... Achso, wir müssen mehr VIP-Levels freischalten, ne? Da würde ich mal sagen, hier kommen dann Oreos drauf. Oh Leute, ich liebe Oreos, ey. Falls euch Oreos übrigens gefallen, Leute, dann drückt einen Daumen nach oben auf dieses Video, weil das... Oreos sind wirklich das Beste. Übrigens, Leute, wisst ihr, was auch das Beste ist? Das Aerosol Comic Adventure. Das ist tatsächlich mein neues Comic, was in jedem Buchladen erschienen ist. Falls ihr übrigens Comics mögt und Minecraft, schaut auf jeden Fall gerne im Buchladen vorbei. Das gibt's wirklich in jedem Buchladen, egal ob in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Schaut da vorbei und holt euch das Buch. Es ist wirklich cool, weil es ist tatsächlich komplett durchanimiert und ist sehr, sehr lustig. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Mir gefällt es sehr und vielleicht euch auch. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. So, und jetzt aber müssen wir hier das Eis erstmal abgeben. Ich hoffe, dass diese Dame hier glücklich damit ist. Hat's ihr gefallen? Oh yeah. Oh, ein neuer VIP-Kunde. Okay, nice. Wir gehen rein und gucken mal, was da jetzt abgeht. Müssen wahrscheinlich hier dieses neue Eis hier mal machen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gehabt. Oh, was crazy. Wir können hier sogar verschiedene Eiscreme-Becher so benutzen. Ne? Ich benutze mal vielleicht diese Banane hier. So. Und dann müssen wir da ein Sirup reinpacken. Und ich, so wie ich das verstanden habe, müssen wir hier auch einen VIP-Sirup nehmen. Also nehmen wir hier diesen goldenen, diesen Rainbow. Und schütten da jetzt mal dieses ganze VIP-Zeugs rein. Oh, was? Wie bunt ist das denn geworden? Abgefahren. So. Okay, jetzt haben wir da wieder so eine Banane, die da dementsprechend jetzt noch gefüllt werden muss mit diesem Eis. Und da können wir wahrscheinlich auch gleich Regenbogeneis nehmen und packen das da gleich mit rein. Oh, was? Oh, crazy! Okay, damit haben wir jetzt wirklich eine sehr, sehr bunte Eismischung und können da jetzt tatsächlich nochmal was drauf machen. Ne? Auch wenn wir jetzt sowieso schon in einem VIP-Level sind, würde ich hier diese roten Dinger nochmal mit drauf machen. Ne? So, damit es hier ordentlich bunt aussieht, dann nehmen wir hier diese roten nochmal mit rein. So, und dann würde ich aber extra nochmal ein paar Smarties mit drauf machen, weil die nämlich auch so bunt sind. Wow! Das wird schon eins unserer coolsten Eiscremes oder der Desserts, die wir so gemacht haben. Ne? So, und damit haben wir jetzt das perfekte Eis für die, ich glaube, das ist sogar Billie Eilish, kann das sein? Das ist sogar eine sehr berühmte Sängerin. Falls ihr sie nicht kennt, aber ich glaube, jeder kennt sie. Und das hier ist jetzt tatsächlich unser neues Item, was wir freigeschaltet haben. Und zwar das Regenbogen. Okay, die will wieder, dass ich hier wieder Kacke mache. Oh nö, ich will das nicht. Mann, warum? Okay, egal. Oh nein, ich kann jetzt Kacke Eiscreme machen oder wie. Oh nö, okay. So, ich muss jetzt wieder einen Sirup wählen, okay? Dann lass mal hier für einen Sirup wählen. Komm, wir tun so, als ob das ein Fake wäre, okay? Wir machen jetzt diesmal einfach Schokoladencreme so und tun so, als ob das dann einfach die Bestellung ist von der Person. Wir ziehen hier nach rechts. Dann können wir dementsprechend hier, jetzt müssen wir es eigentlich tun. Also entweder wir nehmen jetzt hier Schokolade, entweder wir nehmen hier Schokolade oder wir nehmen halt Kacke. Oh nein! Okay, komm, wir nehmen die Kacke. Das wird witzig. Okay, oh nein! Dieses Spiel ist so schlimm. Warum ist das so schlimm? Okay, okay. Was machen wir da denn jetzt? Okay, wir machen jetzt einfach noch so ein paar Schokosplitter drauf. Oh Mann, das ist so schlimm. Das könnte auch einfach, guck mal, es könnte auch einfach wirklich so ein richtig nice Schokoladen-Eiscreme-Eis sein. Aber ist es leider nicht. Naja, ihr wisst, Leute, wenn um euer Eis Schokolade... Oh nein. Oh, ich will es nicht sehen. Oh nein. Warum machen die das? Warum machen die das hier eigentlich in diesem Spiel? Oh Mann. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Das war Ice Cream Dessert DIY. Sehr cooles Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.